Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Football Manager 2020 zusammen mit dem Jan. Hi! Hi! Wir haben uns heute was ausgeklügelt, denn wir haben einen vollen Terminplan. Der Absolut. Februar würde bei mir mit 7, bei Jan mit 6 Spielen stattfinden. Und wir haben uns gesagt, da wir ja jetzt nur noch zu zweit sind, können wir uns das ein bisschen aufteilen, weil sonst würden die Folgen einfach mega lang gehen. Oder wir müssen sie eben extrem kurz halten und können euch nicht viel zeigen. Deswegen werden wir bis zum 15. Februar, also bis zu diesem letzten Bundesligaspiel hier, ich gegen Union Berlin, gegen wen spielst du da? Ich spiele gegen Düsseldorf. Gegen Düsseldorf, also am 15.02. Die gegen Düsseldorf und Union Berlin werden unsere letzten Spiele in dieser heutigen Folge sein und dann teilen wir den Februar quasi und nächste Folge, nächste Woche wird es dann 2 Euroleague-Spiele geben, bei Jan krass. Und bei mir und ein Bundesligaspiel. Wir freuen uns drauf und ich verpiss mich jetzt, um ein bisschen mit meinen Leuten zu sprechen. Ciao. So, meine lieben Leute, wir spielen jetzt gegen Hoffenheim und das habe ich schon in der letzten Folge gesagt, ist fuck normal ein wichtiges Spiel, denn Hoffenheim ist punktgleich mit uns, ein Punkt hinter Jan, das heißt, die kommen uns richtig gefährlich nah, wenn ich hier jetzt Scheiße baue, danach DFB-Pokal und so, wird absolut verrückt, die heutige Folge, schauen wir mal. Ich zahle echt relativ viel für mein Spiel, also was heißt relativ viel, also 1,5 Millionen, du nur 1 Million, aber in meinem ersten Interview, in meinem ersten Pressekonferenz, da haben die mich darauf angesprochen, dass eigentlich, weil wir so wenig Gehalt haben, gar keiner Bock hat auf Leverkusen. Da haben sie so gesagt, so ja, was sagen sie eigentlich dazu, dass wir wenig Gehalt zahlen und dass dann keiner kommen will? Leute, das wird was. Die beste Quote bei Hoffenheim, die bessere Form bei uns. Ich habe sowas von Angst einfach nur. Das ist meine Aufstellung, ein bisschen abgeändert hatten wir die ja letzte Folge noch am Ende. Und ja, keine Ahnung, ich habe einfach Todesangst und werde mir wahrscheinlich währenddessen das Spiel läuft die ganze Zeit in die Hosen kacken. Bei Jan nebenbei auch noch gegen Leipzig und so, wird echt spannend. Okay, Hoffenheim gegen Leverkusen auswärts spielen wir auch noch. Das ist echt... Boah, Mann, ich hab keinen Bock. Ich will nicht verlieren. Hilfe. LOL, er will mich töten. Der war die letzten Spiele echt richtig gut. Oh, nein, was? Jetzt hat er sich wieder verschossen und jetzt... Als ob der nicht drin so ist. Oh. Das ist so nervig, du machst eine Ansprache, alle motiviert, Bellarabi demotiviert. Alter, der hat mich gefoult. Er hat dich gefoult? Muss eigentlich rot gehen. Ja, Bellarabi hat mich... der kam raus und hat mich umgehauen. Ich glaube, der mag mich, ja. Das glaube ich auch. Ist halt sehr eng das Spiel und sehr ausgeglichen, habe ich auch schon so erwartet. Wir hätten schon ein Tor machen können, wir hatten eine richtig, richtig gute Chance und wir hatten auch mehr Chancen als Hoffenheim. Bisher ist es noch nicht gelungen, ich hoffe, dass wir irgendwann den Moment nutzen und eben nicht Hoffenheim diesen Moment nutzt. Ja, die Abwehr macht's gerade gut. Jetzt können wir nochmal einen Konter fahren. Havertz, bitte, pass! Nein, Timo, er passt Werner, nicht, er läuft durch! Hurensohn, das gibt es nicht. Was denn? Tor natürlich. Echt jetzt? Ja, 2-1. Fuck. 83. Spielminute. Das ist gar nicht geil und ich werde das Spiel auch nicht gewinnen. Hoffentlich jetzt nicht das 1-0 für Hoffenheim, 0-0 dann lieber mitnehmen, ist natürlich logisch. Ja, der Ball geht drüber. 0-0, hier ist das Spiel aus. Wir hatten mehr Chancen, wir hätten es machen sollen. 11-6 Schüsse, 5-3 aufs Tor, war natürlich ein schwieriges Spiel, aber wir hätten es schon machen können. Egal, weiter. Kommst du hin? Ja, ich komme. Oh mein Gott, ich freue mich ja so. Ah, ich weiß auch nicht, in welchem Block ich gehe. Das ist ein Arsch. Nein, ich bin natürlich im Gästeblock. Ja. Ach Mann, nein. Okay, ich kann doch das Spiel Kaiserslautern gegen Bayern Munich angucken. Ja, no, geil, Alter. Alter, meine Form ist excellent. Okay. Ja. Also seitdem ich da bin, haben wir ja nur gut gespielt. Alter, hast du schon mal in deiner Nähe. Was ist? Ja, ob du eigentlich schon mal irgendwann den Football-Manager da stehen hattest? Das weiß ich tatsächlich nicht. Das muss doch was irgendwie sowas komplett Neues sein. Wie fühlt sich das an, Mike?
Hallo, so was links, rechts. Okay, Leute, das ist unsere Aufstellung. Ganz viele neue Sachen. Ganz viele komische Spieler. Und damit will ich ganz viel Erfolg haben. Und das wird schwierig. Ja, ist ja ein leichter Gegner. Wer ist denn Hardeki? Digga. Augsburg gegen Leverkusen. Hardeki. Ja, mach jetzt. Ja, ja, ich bin schon dabei. Nice, 1-0. Bender, nee, der andere Bender hat nicht gespielt gerade gegen Hoffenheim. Nice. Hast du eigentlich Lust reinzukommen oder darfst du schon ausscheiden? Eigentlich darf ich wirklich ausscheiden, sonst hätte ich noch nicht diese W11 aufgestellt, aber das schmeckt richtig. Alter, 7 zu 0 Schüsse, das spielst du eigentlich auch mal? Nein, gerade nicht. Mann, nur weil du im Augsburg-Block bist, Alter. Ja, also 9 zu 0 Schüsse, 4 zu 0 aufs Tor, 70% zu 30% Ballbesitz. Aktuell läuft's richtig gut. Alter, Deki hat einen Ball gehalten. Alter, warum spielen wir nur Fehlpässe eigentlich? Und warum ist Augsburg so... Alter, sogar was, die ein Querpass. Okay. Was? Alter, das 3-0. Sein, ja. Das ist so ein Prank. Alter. Ich sag, es wird zweistellig. Ja, wenn die Querpass spielen können, dann wird zweistellig. Ach, Pokal ist einfach scheiße, Mann. Das ist so ein Rand. Ich wechsle gleich alle aus. Junge! Radeki, yo. Und Spaß in der Halbzeit wird erstmal komplett ausgewechselt. Ich glaube, der Mannschaft freut sich richtig dann aufs nächste Spiel. Ja, erstmal die Besprechung. Ist jetzt wieder an der Zeit. Ja, warte gleich erst. Oh, da ist es. Digga, willst du mich eigentlich verarschen? Nice. Alter, ich hab gar keinen Spaß. 5-0. Eintrittskarte hat sich gelohnt. Nice. Ja, war eine gute Hälfte. 19 zu 2 Schüsse, 9 zu 1 auf Tor, 61 zu 3, 39 Ballbesitz. Augsburg gegen Leverkusen zur Halbzeit 4 zu 0. Ich sag, wir sind 7 zu 4 für mich. Alter, er bringt mich um. Oh, Voland. Oh, 7-4. Da holen wir jetzt auf. Ja, ja, Aufholjagd. Aber immerhin, alle 10 Minuten fällt ein Tor. Das wurde eingehalten damit. Ja. Das ist ein geiles Spiel, oder? Ja. Ja, den hat er noch. Und jetzt, jawoll! Oh mein Gott! Aufholjagd! Ja, sag ich doch. Legendär. Oh, oh Mann, der muss doch sitzen. Oh! Abseits. 4-3. Nee. Ja! Jawohl! Da geht komm schon, 8 Minuten noch. Ich sag ja 4-3, komm schon. Hä, wieso sagst du 4-4 nicht? Ja, ich sag ja 4-4, hab ich doch jetzt gesagt. Alario! Oh mein Gott! Oh, nein. Was? Der macht ihn nie! Oh mein Gott! Also den hätte er schon machen können. Ohne Spaß, ist recht. Die rechte Seite war komplett leer vom Tor einfach. Ja, jetzt rattert die Zeit durch. GZ, danke für nichts. Lol, er bringt mich um. Jetzt bitte. Jetzt fällt's. Bitte, das wäre so geil. Oh mein Gott. Was war das? Ja, abseits. Aber was war das? Alter, so ein Zeitspiel hier. Oh mein Gott, Gott. Oh mein Gott, Volland. Oh mein Gott, nein, du Hund. Das gibt's na, schade, du hast ja, okay, richtig getippt. Es war immerhin eng, zweite Hälfte war schon besser.
Aber ey, wir hatten zum Ende hin noch ein paar Chancen, wir hätten sogar machen können eigentlich. Ja, auf jeden Fall. So, Dortmund ist unser Gegner. Wir spielen zu Hause. Unsere Form ist so stark, ist immer noch, ja, wir haben die 3 Spiele gewonnen natürlich da, aber haben jetzt auch ein Unentschieden gegen Hoffenheim und eine Niederlage gegen Augsburg. Und das waren 2 Spiele, die jetzt in dieser heutigen Folge waren, ja. Alter, Augsburg hat mich sogar in die Liga überholt. Willst du mich eigentlich verarschen? Das wird natürlich ein verdammt, verdammt schwieriges Spiel, das ist klar. Bayern 04 Leverkusen. In der Bayer Arena, der Jan ist mit am Start auf der Tribüne. Da winkt doch mal. Ah, jawohl, ja. Ja, klar, ja. Gelbe Wand ist aber auch hier am Start, sehe ich gerade. Ja, keine Ahnung, wir schauen einfach mal. Also es ist natürlich wieder ein Megaspiel wie gegen Hoffenheim. Ne? 0-0 hoffe ich jetzt mal nicht. Unentschieden wäre okay, aber ja, eigentlich hoffe ich es wirklich nicht. Alter WTF. Radetzky macht gar nichts. Hast du eigentlich Spaß, immer so früh zurückzuliegen, oder? Halt die Schnauze. Das Problem ist, dass wir nicht nur früh zurückliegen, dass die halt echt besser sind. Ja. Die sind wirklich besser einfach. Der Takt wird also heute verringert. Alle 7,5 Tor. Scheiße, ey. Nice. Gut, dass ich mir die Karte geholt habe, die Dauerkarte, jetzt doch bei Leverkusen. Über mir. Ich weiß. Ja, wie kommen... Oh aber. Yes! Der Kevin. Aber irgendwas muss ich trotzdem machen, weil das gefällt mir echt nicht. Also jetzt nicht in dem Spiel, aber... Dass ich am Anfang immer so... Echt wie... Also wie... Dass die Mannschaft einfach schläft und nichts hinkriegt. Dann muss ich die einfach, die ersten 10 Minuten einfach... Defensiv as fuck einstellen. Yes. Kevin Volland, der Retter in Not. 2-2, jawohl. Wenn ich das von Anfang an mache, vielleicht bringt das halt noch mehr dann. Oh mein Gott, Alter. Ja, da bringt jetzt Pressing gar nichts. Ja. Und ja! Oh, was? Nein. Der muss drin sein. Warum ist Bürki denn da? Jetzt, oh, Alter, rein. Warum Bürki, der steht auch immer genau richtig. Mann, wir haben es nicht geschafft und das ist echt schade. Ja, der Hurensohn, Alter, macht auch noch Zeitspiel. So ein Affe, der Bürki. Quote war besser für uns, er hat es auch für uns vorausgesagt. Wir hatten auch fast gleich viele Chancen jetzt. Einen Schuss weniger, dafür aber auch gleich viele aufs Tor. Und haben es nicht gemacht, also... Oh Mann, ich kann mich so ärgern, das ist echt nervig. So Leute, es geht los mit Bums und Bims Bums. Wir spielen hier gegen Union Berlin und Davis. Alfonso Davis wird bei uns das Debüt feiern. Oh. Ja, die Aufstellung ist super und Union Berlin ist auch eine ganz tolle Mannschaft. Deswegen habe ich eigentlich echt Angst, weil gegen solche Gegner kann man auch immer mal wieder auf die Schnauze fallen. Das mit dem Pressing habe ich jetzt ein bisschen angepasst. Zudem habe ich noch ein bisschen, wie gesagt, umgestellt. Und Alfonso Davis, ich freue mich auf sein Debüt in der alten Försterei auswärts. Leverkusen zu Gast. Mega. Alter, warum läuft schon wieder so schlecht? Mann, ich habe doch Leverkusen. Und es klappt trotzdem nicht. Er läuft komplett durch, das Tor ist leer. 1-0. Oh, Abdullahi, der Braunschweiger Spieler. Echt, das ist so nervig. Warum stoppen die ihn da nicht? Ich hab Leverkusen, das ist doch eine gute Mannschaft. Er läuft einfach an ihm vorbei, Radetzky lässt ihn wieder abprallen und dann schießt er ins leere Tor rein. Ja. Alter. Und jetzt machen wir einfach so weiter. Plötzlich läuft's gegen Dortmund und so nicht gut und jetzt verlieren wir alle Spiele, auch gegen Union Berlin. Das ist nichts, was das Spiel noch dreht. Ist schon auf Offensiv wieder? Ja, ja. Offensiv, Pressing wieder hoch. Oh yes! Das kann's. Es ist halt immer so, wenn Erfolg kommt, wenn ein Tor, dann kann noch viel passieren. Ja. Es muss halt nur fallen. Du hast, aber noch 20 Minuten Zeit. Das kann noch was werden. Ja, wahrscheinlich rattert es jetzt durch so. Oh, 90. Hm, ja. Die Zeit rattert und rattert und rattert und da passiert gar nichts. Genauso wie du es gesagt hast. Ja, nun entschieden reicht ja erstmal. Nein, komm mal, Volland! Komm, jetzt mach ihn rein. Ah, nee, so ein wuchtiger Schuss von Bender und er hält ihn einfach. Leute, das war's auch schon mit dieser Folge. Unerfolgreich as fuck. Also, ich weiß nicht,
Ich werde wahrscheinlich echt gefeuert. Das ist so peinlich eigentlich schon. Also ohne Spaß, ich verstehe nicht, was los ist. Also hier lief es noch ganz gut. Und dann kam das 0-0 gegen Hoffenheim. Die Mannschaft war direkt enttäuscht von dem 0-0. Und dann direkt 3 Niederlagen hinterher geklatscht. Also sind wir jetzt 4 Spiele sieglos. Und jetzt auch noch Euroleague. Echt, ich komme mit der Mannschaft gerade nicht mehr klar. Wegen den ganzen Niederlagen sind die direkt, oder wegen dem einen Unentschieden, so richtig down einfach. Das ist richtig, richtig scheiße. So Leute, das war's mit dieser, ja, nicht so geilen Folge. Wir haben uns die beide, wir haben uns die beide echt viel besser vorgestellt. Wir stellen uns aber die nächste Folge relativ gut vor mit Euroleague, vor allem wenn wir zusammen Euroleague spielen. Das wird richtig, richtig interessant. Und ja, ich würde sagen, schaltet beim nächsten Video wieder mit ein. Nächste Woche schaut auf jeden Fall beim jeweils anderen vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.